Und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command War in Europe und es stehen wichtige Entscheidungen an. Einmal, wie weit und wie lange wir hier noch in Schottland kämpfen, wie die Invasion von Malta verläuft und was wir gegen die Sowjetunion tun, aber ja, eins nach dem anderen. Ist zum Beispiel die Frage Edinburgh, 2, 3, 4, 1. Wir könnten versuchen, dieses amerikanische Korps einfach mal rauszunehmen. Die Garnison, die haben uns hier bald ziemlich runtergeschossen, obwohl wir haben hier immer eine Grundversorgung von 5, solange der Hafen uns gehört. Sonst kriegt ihr schon mal eure MPP, einfach um den Feind da mit aufzuhalten. So, hier, ach ja, die haben keine Versorgung mehr, diese Gegner. Deswegen können wir uns hier ganz gut ein bisschen nationale Moral abholen. Ob wir hier tatsächlich noch ein bisschen länger. So, dann haben wir hier noch einen Panzer. Wir überlegen, den eigentlich auch schon wegzuschicken. Also, naja, noch nicht wegzuschicken. Kriegt vielleicht erst noch Upgrades, Verstärkung und so ein Kram. Ja, Panzerstufe 2 kostet jetzt nicht zu viel. Verstärkung und alles. Der wird nochmal fit gemacht, bevor er losgeht. Ansonsten diese Fallschirmjäger, die halten da gerade die Front mit. Kaum Versorgung. Wir müssten hier eigentlich schon mal nachrücken. Ja, dann funktioniert das hier so langsam mit der flächendeckenden Versorgung. So, ja, wenn diese Einheiten hier bleiben. Mit auch ein paar der Bombern und Jägern. Praktisch an jeder US-Einheit, die fällt, ist ja die, kommt so schnell nicht zurück. Mal, diese Armee bleibt auch noch da. Dieses Korps kann meinetwegen auch bleiben, aber sollte vielleicht auch mal im Süden. Ja gut, ihr werdet auf London aufpassen. Die restlichen Armeen würde ich hier so langsam und gepflegt rausziehen. So, hier steht jetzt ein Schiff in dem Hafen, in den wir wollten. Das ist einfach doof. Da müssen wir nach Plymouth und uns von da verlegen lassen. Und dann, was haben wir hier an Bombern? So durcheinander, was mit strategischem und mittlerem? Nein, mit taktischem und mittlerem. Aber gut, beide können Entschanzen 1 und recht gut demoralisieren. Dann ziehen wir hier auch schon mal welche raus. Die nämlich an der Invasion Maltas teilnehmen sollen. Aber ich sehe gerade, der beste Ort zur Platzierung wäre Palermo. Wir haben hier gerade kein deutsches Haku. Das heißt, unsere Flieger würden nicht mit 100% Kampfkraft agieren, wie wenn eins da wäre. Das heißt, sie sollen zumindest maximale Versorgungswerte bekommen. So, und hier mithelfen, nächste Runde Malta kaputt zu bomben. So, ja, wir verlegen schon mal ein paar weitere Einheiten. Krieg mit der Sowjetunion ist bald. Ja, diesen kaputten Bomber, den können wir hier mit den britischen Verstärkungswerten eh so schnell nicht instand setzen. Dann darfst du da erstmal hin. Ja, ich glaube, wir können noch mehr wegschicken. Eine Bombe hier in der Gegend ist vielleicht noch was Schönes. Meinetwegen auch ein paar Jäger. Ja, den taktischen. Okay, der taktische Bomber war jetzt schon dran. Nehmen wir nochmal einen Bomber. Das auf Malta soll schnell gehen. Damit wir danach möglichst schnell, gut nach Afrika kommen. Okay, die restlichen Flugzeuge könnten erstmal da bleiben. Hypothetisch, provisorisch. So, der hat noch einen Angriff, aber. Können die auch erstmal verstärken. So, ein Haku sollte ihr auf Dauer auch noch verschwinden. Denke ich mal. Noch ein Angriff. Lohnt sich hier irgendwie nicht direkt. Schauen wir mal. Und jetzt, liebe U-Boote.
Müsst ihr uns einen Weg hier heraussuchen, den unser Panzer ungefährdet nutzen kann. Das wird wohl für ungefährdet reichen. Du kommst nächste Runde an die Ostfront. Viel Spaß. Und der Panzer wird hier demnächst auch über den Hafen ausgefahren. Und die bewegen sich alle zum Teil noch ein bisschen, also soweit so gut eigentlich. Was haben wir dann noch? Ja, Malte natürlich. Ich würde sagen, hier auch den Bomber, den wir hier haben. Der fliegt auch mal hier mit rüber, dass wir den auch auf Malta ziehen lassen können. Machen wir mal kurz Afrika, da ist es sehr wichtig. Dass sie immer schön deren Versorgung kaputt bomben. Kann er gerade wenig ausrichten. Wir machen ihn mal wieder fit. Ja, wir bräuchten ja einfach mehr Truppen, um noch mehr zu erreichen. Wir haben hier doch irgendwo ein Transportschiff. Ja. Beeil dich ja mal. Ich hätte in Tripolis selbst auf jeden Fall irgendwie stehen lassen. Nicht, dass da noch irgendwas schief geht in Sachen einer britischen Landung oder so. Ja, du kannst ja mal zur Seite. Dann kannst du hier entlang. So. Ich habe jetzt nichts Falsches gemacht von der Reichweite her. Dann könnte unsere Flotte hier mal ein bisschen aufklären. Ihr seht natürlich das U-Boot da oben. Wer von euch ist ein Zerstörer? Hier ist zum Beispiel einer. Wir haben so viel Zeug an Schiffen, aber nur eine Handvoll Zerstörer, wie es aussieht. Es ist auch nur noch eine Handvoll U-Boot über, das muss man auch dazu sagen. Na gut, oder der Flieger hier, der kann auch ein bisschen aufklären. Oh. Gut, dass wir das mal aufgeklärt haben und wissen. Ach. Okay, das war jetzt nicht so schön. Angreifer wurde ausgeschaltet. Ja, das war natürlich ein bisschen übertrieben, da so reinzugehen. Ich hatte gehofft, er würde es doch noch überleben und uns Informationen bringen. Wer von euch ist ein... Das ist ein leichter Kreuzer. Okay. In der Gegend sind durchaus bereit für Krawall. Aber wir natürlich auch. Wir haben so viele Schiffe dabei. Und wir müssen auch sicher gehen, dass die von hier oben auch rankommen. Und dass sie auch entkommen. Hier in den Hafen erstmal. So, dann konzentrieren wir uns erstmal auf diese ganzen Schiffe hier zu versenken. Erstmal die Schlachtschiffe. Wir haben irgendwie doch bestimmt Schlachtkreuzer. Ja, hier, italienische Schlachtschiff. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne den Flugzeugträger im Nahkampf versenken. Er hält aber einiges aus. Haben wir noch einen leichten... Hier... Also der leichte Kreuzer, ja, da ist noch einer. Die sind halt sehr, sehr gut dazu, finde ich, einfach ein bisschen aufzuklären, weil ja, sie sonst nicht viel können, um es mal so zu sagen. Nehmen wir noch ein Schlachtschiff, aber das ist weit, weit hinten.
So, und das ist ein Landungsboot. Nicht übersehen oder vergessen, also mit irgendwas anders verwechseln. So, wir haben hier noch ein Schlachtschiff. Okay, mit einem schweren Kreuzer kann man kein Schlachtschiff anvisieren. Ich glaube, die meisten unserer Schlachtschiffe waren jetzt inzwischen durch, oder? Könnte es noch mit einem Schlachtkreuzer versuchen? Nicht genug aufgeklärt. Drei Schlachtschiffe. Wir haben nächste Runde Bomber einsatzbereit in der Gegend. Die werden uns wohl ziemlich helfen müssen. Noch seinen Angriff. Hier haben wir noch einen schweren Kreuzer. Noch einen schweren Kreuzer. So, schwerer Kreuzer, ein Schlachtschiff noch. So, du schießt hier mal mit auf diesen Flugzeugträger, den würde ich auch gerne loswerden. Ah, hier haben wir noch ein Schlachtschiff. Aber fahren nicht unbedingt durch die feindliche Flotte durch. So, wir haben noch. Ah, das ist immer noch ein Transportschiff. Okay, dieses britische Schlachtschiff haben wir dann auch versenkt. Haben wir noch ein Schlachtschiff? Ein Kreuzer, Zerstörer, Zerstörer. Würde jetzt gerne gegen die Flugzeugträger noch vorgehen, wer noch kann. Der schwere Kreuzer hat noch einen Angriff, aber fahrt auch nicht immer direkt durch den Feind durch. Da ist noch ein Flugzeugträger down. Auch jemand seinen Angriff? Sieht nicht so aus. Was für eine Seeschlacht nebenbei. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so eine führe, wo ich doch nun wirklich kein Freund von Schiffen bin. Habe ich, glaube ich, oft genug gesagt. So, dann bringen wir jetzt noch die Bismarck rein, auch wenn sie nicht ganz bei voller Stärke ist. Und ich glaube, dieses U-Boot hier. Warum kann der nicht kreuzen? Wahrscheinlich, weil er. Ach so, weil er auf Schleichfahrt noch war. Okay. Gib dann bitte auch mal Gas. War das dann alles in dieser Richtung? Ich glaube schon, der Rest passt da oben mit auf. So, jetzt sollten wir uns hier so platzieren, dass auch die möglichst gesunden Einheiten einen Schutzwall bilden. Einerseits um die Landungsboote, andererseits auch um die angeschlagenen Boote. So, ich möchte, dass du als auch an Bord eines Schiffes gehst. Genauso wie unsere Spezialeinheiten. Jetzt echt nicht gedacht, dass die Briten hier jetzt so viel Flotte an einem Ort auffahren. Was haben sie noch? Ein Zerstörer, noch ein Zerstörer, ein Schlachtschiff, einen schweren Kreuzer und einen Flugzeugträger. Und ein U-Boot. Nochmal schauen, ja, wir haben jetzt wirklich aufgefahren, was wir hatten in der Gegend. Da kommt noch ein U-Boot und hier oben sind auch nur noch ein paar U-Boote zum Aufpassen. Also, das ist unsere Flotte und wenn wir die hier noch vernichten, dann wäre das ganz, ganz wichtig. Apropos ganz, ganz wichtige Feindvernichtung, da steht Athen auch ziemlich weit oben. Nur hat das anscheinend niemand den Athenern gesagt. Endlich. Das heißt, wir können dieses deutsche Kui auch schon mal verlegen. Na, hier ist eine 10er-Versorgung. Geh erstmal primär hier in die Gegend. Die Feinjustierung übernehmen wir dann noch.
Und ansonsten, wer kann, begebe sich auf Eisenbahnlinien und in die Nähe, auf dass wir ihn bald verschieben könnten. So, waren wir hier ansonsten eigentlich schon? Ja, muss ich gerade nochmal eben überprüfen. So, die werden demnächst kapitulieren. Dann lasst uns doch mal kurz weiter schon. Warte, hier haben wir gekämpft. Einheiten bereit gemacht zur Verlegung. Ich sehe gerade dieses eine U-Boot. Gibt die Linie. Hier gibt es noch eine. Dann waden wir halt da erstmal. So, jetzt ging es darum, die italienische Armee zu verlegen oder irgendwo hinzubringen, wo wir sie verlegen könnten. Und dann ist da jetzt ein bisschen allgemein an der Frage, die Ostfront, wer übernimmt was? Also wenn ich mir das ansehe, die gehen dahin, die gehen dahin, die gehen da rein, aber die doch auch. Könnt ihr vielleicht lieber da rein und dahin ziehen. Dahin, dahin, hier in die Festung. Das heißt, hier wäre zum Beispiel Platz hier. Wir können ja sagen, wir überlassen den Deutschen schon mal ganz die nördlichste Position. Könnte man die Italiener zum Beispiel hier bei Lublin formieren. Mit dem Ziel hier Richtung Pripyat-Sümpfe abzuräumen. Vaspitosk gleich zu helfen oder nach Luk, je nachdem, wo es Ärger aussieht. Dann klingt das schon mal gut. Haben wir eine Zielvorgabe. Und natürlich vor Ort dann noch so gut verstärken, wie es geht. Der Ort selbst ist dem Haku vorbehalten. Wir brauchen wirklich die Truppen dieser und all unserer Verbündeten, weil deutsche Einheiten in ausreichender Zahl werden wohl kaum noch rechtzeitig ankommen. So, ihr könnt nächste Runde verlegt werden. Ihr müsst hier noch kurz rumstehen. So, tja, und die Spanier. Ja, lose eingeplant für Mittelmeeroperationen, aber praktisch gesehen. Gut, man könnte natürlich sagen, wir bringen sie nach Griechenland, weil die ganzen deutschen Einheiten verschwinden da dann jetzt. Und dann können die von hier aus versuchen zu landen, erstmal hier, vielleicht mit Luftunterstützung, und dann irgendwie nach Ägypten greifen, weil dann könnten wir auch die ganzen deutschen Einheiten hier wegschicken. Ich finde, das klingt nach einem Plan. Der einzige Haken in der Geschichte ist Versorgung in Athen und Kalamata ist noch nicht hoch genug für den Eisenbahntransfer, aber wir könnten die Zeit nutzen. Hier noch mehr Infanteriewaffen drauf tun, das Akku verstärken. Den Panzer, also zumindest den weiterentwickeln. Ich mache das gerade alles manuell, weil Mobilität auf alle, die es bräuchten, können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Hier gesehen ein paar Ungarn. Es geht jede bald los im Osten und ich will ganz ehrlich sagen, ich bin nicht bereit dafür. Aber aus dem, was man nicht bereit ist, müssen wir jetzt halt das Beste daraus machen. Okay, vielleicht auch im Osten ein U-Boot, das ein bisschen schauen kann, ob die Russen irgendwas anstellen. Wenn wir hier noch... Die Deutschen haben eine Marke frei. Können wir jetzt nichts machen. Italien 61 Punkte. Gut, wir werden nächste Runde massenhaft brauchen. Ja, Schiffsreparaturen, aber ich glaube, vermute, wir sind dann auch erstmal fertig. Und schau mal, was die Briten hier nachher machen. Schöne Seeschlacht bis hierhin, also die haben echt einiges verloren. Gerade auch mehrere Schlachtschiffe. Griechenland kapituliert, wir kriegen noch ein paar Pünktchen.
Ah, jetzt verlieren wir natürlich auch Schlachtschiffe. Hier einen spanischen Kreuzer. Noch mehr Einheiten. Aber trotzdem finde ich alles in allem, dass wir dem Gegner hier deutlich größere Verluste jetzt schon zugefügt haben. Und wenn wir noch die letzten 5-6 Schiffe hier vernichten, sieht das im Mittelmeer wirklich sehr, sehr schön aus, flottentechnisch. Wir könnten dann sogar überlegen, mal neue Schiffe zu bauen. Also auf die Achse, als Achse kommt man eigentlich kaum auf die Idee oder in eine Lage, dass es wirklich schön wäre, neue Schiffe zu bauen. Aber ich finde, in diesem Spiel kann man das eigentlich überlegen bisher. Jetzt fährt das U-Boot natürlich weg, dann hätte man auch in London stehen können, um auf ein Transportboot zu gehen. Autsch, die Artillerie haut ja ganz schön rauf auf den Panzer. Während die anderen Einheiten hier halt ganz schön hängen bleiben. Da werden wir langsam ganz schön eingeschlossen. Was haben die denn da alles? Jetzt auch noch eine Panzerabwehrkanone. Die Luftabwehr Nachschubmangel. Oder ist er sehr bereit sich auf was? Jetzt schon, ich dachte erst. Oh Mann, haben wir ein Problem. Meinen Sie jetzt schon auf den Krieg vor unserer Armee? Ist doch so weit weg von wirklicher Einsatzbereitschaft. Ich dachte wirklich, wir hätten noch. Ach nein, warte, wir sind da. 93%. Ach so, das ist wohl nur der Hinweis, okay, dass die 90er% geknackt wurden. Wir haben noch eine Runde, okay. Ich hätte jetzt schon ziemlich ernste Befürchtungen, aber fangen wir erstmal hier an. Also jetzt haben wir nur noch eine Versorgung von 1. Können also den Hafen gerade nicht nutzen, da wäre es vermutlich das Beste, wenn wir in der Schleichfahrt herausfinden, dass der Weg hier tatsächlich nicht ganz so sicher ist, wie man es gehofft hätte. Ist auch auf Schleichfahrt. Gut, dass wir das Schlachtschiff hier auch noch entdeckt haben. Weil dann wissen wir jetzt, dass wir hier um können, diese Einheit zu evakuieren. Meinetwegen hier irgendwo hin. Aber warte, VR. Ah, Glück gehabt, wir sind durchgekommen. Verstärken an die Ostfront los. Ja, den Ort werden sie einnehmen. Die haben jetzt zum Teil echt schlechte Versorgungswerke. Der hier, 4, der steht doch neben Glasgow. Ich meine, wir haben die Nachricht gekriegt, dass die Versorgung gesenkt wurde, seit deren Hauptstadt irgendwo in Kanada sitzt, aber die solche Probleme haben, das ist schon. Sehr schön für uns. Naja, gut, du gehst hier in den Hafen. Du spielst Garnison in London, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und diese Armeen hier versuchen irgendwie nach Süden zu kommen. Naja, vielleicht, wenn der Jäger irgendwie aus dem Weg ist. Und die Zahl unserer Einheiten nimmt halt hier auch inzwischen drastisch ab. Deswegen würde ich sagen, hier das HQ macht sich dann demnächst auch auf die Reise. Auch erstmal wieder auf automatischen Modus hier. Wir haben ja dann inzwischen immer weniger Einheiten. Das heißt, die Leute, die hier sind, die werden irgendwann schon alles kommandieren können. So, dich verstärken wir nochmal und dann gehst du nächste Runde auf die Reise. Dann haben wir eben noch diesen einen Panzer hier und die Unterstützungseinheiten, die brav bleiben. Unsere Versorgung ist hier vorne halt so schlecht, dass wir ein Doppel-Akku-Setup zwingend brauchen, um hier durchzuhalten.
Aber wir können natürlich sehen, hier den Briten noch weiter Schaden zuzufügen mit den Lufteinheiten, die noch da sind. 2-0 gegen uns. Wir könnten hier auch erstmal noch Upgrades verteilen. So, ihr versucht ja auch irgendwo den Verlegehafen zu erreichen. Oder sollten wir doch noch eine Armee da lassen? Ah, schwierig. Na gut, lassen wir noch einen mehr da. Ihr. Ja, die hatten 2-0 gegen uns. 2. Okay, schaltet da bitte auch vielleicht den da mal aus. Okay, wir können auch erstmal einfach die Position halten, bis unsere Flieger nächste Runde ein bisschen fitter sind. Ah, hier doch mal schön auf das Schlachtschiff. Das andere U-Boot kommt leider nicht ran an Schlachtschiff. Warte, wir haben 5 von 6 Bewegungspunkten. Kommen wir zurück, wenn wir auf dieses Feld gehen? Wir haben da halt eine miese Versorgung. Zweifel, das Korps kann hinterherziehen. Geht nämlich darum. Habe ich gerade gesehen, dass sie hier einen Bomber loswerden können und Flugzeuge vernichten, ist immer eine wunderbare Geschichte. So, dann haben wir ein paar Einheiten, die sich halt aufmachen demnächst. Und sie mal schauen, irgendwas los. Na gut, den Zerstörer kriegen wir doch nicht ganz. So, du würdest frisch von, ja, du bist hier einmal an die Ostfront, bitte. Also die Italiener sind hier. Aber hier ist halt Artillerie auf die Festung gerichtet. Da will ich einen Panzer haben und wir haben noch eine neue Einheit, einen Panzer. Der kann meinetwegen direkt dahin. Ansonsten, Leute, Ausgangsposition einnehmen. Flugzeuge kampfbereit machen. Oben werden wir noch jemanden brauchen. Und sehr, sehr viel rennen, weil wir können eigentlich gar nicht, also genügend Punkte haben. Also deswegen, wo man noch sparen kann, sparen. Die Italiener kriegen hier jetzt auch ihr HQ. Eine Rundumverstärkung. So, ihr werdet voll gemacht. Hier drüben könnten wir noch ein paar Infanteriewaffen verteilen. Mobilität, ich würde es so gerne, aber Kosten. Gut, du kannst auch mit verlegt werden. Dann haben wir hier noch Einheiten. Eine Flugabwehr, also die zu verlegen, ist ja recht günstig. Komm hier einfach mal mit. So, die deutsche Armee hier, wir haben noch zu schlechte Versorgungswerte. Irgendwen zu verlegen. Damit ihr euch mal schon mal in der Nähe der Städte, sobald es hier hochgezogen ist. Weil diese deutsche Einheit könnten wir schon verlegen. Brauchen wir noch welche? Überall. Überall. In hier. Geh auch mal irgendwo in die Nähe eines Eisenbahnnetzes. Na gut, aus Sicherheitsgründen. Irgendwer muss ja natürlich schon noch hier irgendwie hier bleiben. Weil natürlich vielleicht auch der Plan ist, die Spanier dahin zu verlegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Dann, was haben wir hier?
Schlechtes Wetter, aber Malta selbst. Würde halt mal interessieren, was auf Malta selbst los ist. Wir deswegen mit dem Flieger da mal hin können. Eine Flugabwehr, das ist da los. Wir haben quasi überall schwere See, Stürme. Das heißt, die Kampffähigkeiten sind eh eingeschränkt. Ich meine, ich hätte die Seeschlacht gerne weitergeführt, aber geht jetzt gerade nicht. Die britischen Seeverluste sind inzwischen echt gewaltig. Unsere so, ja, überschaubar. Und auch was sie verloren haben, 6 Schlachtschiffe schon. Naja, was mich jetzt interessiert, unsere Landungsboote, haben die irgendeine Chance darauf schon Schaden? Also unsere Bomber bisher nicht. Der ist ein Feld außer Reichweite. Na gut, du rückst hier bitte mal auf. Du rückst wieder in Reichweite. Wir könnten hier noch ein schickes Upgrade reinsetzen. Also der hat eine Verschanzung von... Hier, wir könnten mit Bomberangriffen schon mal versuchen, das runterzuziehen. Wohl kann ein italienischer mittlerer Bomber Verschanzung schon runter machen? Also entschanzen, ja, kann er. Dann würde ich sagen, ihr nehmt hier schon mal die Verschanzung raus. Warte, wer hatte 0? Du hattest 0,1. Ach, der konnte natürlich jetzt ja auch gerade nicht angreifen. Wir haben plötzlich schon mal ein 1-0 für uns. Natürlich noch mehr Landungsboote. Dreimal 1-0. Ja, das ist alles in allem gut gelaufen. Aber hier durch das reine Bombardieren. Ich glaube, das kostet zu viele Stärkepunkte in Relation zum Nutzen. Wir sammeln hier drüben jetzt erstmal unsere Flotte. So, die schwächeren Einheiten nach hinten oder in einen Hafen. Landungsboote ein bisschen abschirmen vor den Briten. Kam doch noch irgendein Schiff, oder? Ja, ein U-Boot. Zusammenbleiben. Gut, dann nächste Runde mit noch einem Bomber mehr und 3 Landungsbooten. Hier einfach durchfahren. Warte, mach du das mal zu. Du machst noch da drüben zu. Okay, also Malta müsste aller Wahrscheinlichkeit nach nächste Runde uns gehören. Schon mal eine sehr, sehr schöne Nachricht ist. Dann hier bomben wir weiter. Kriegen wahrscheinlich über den Hafen noch was. Müssten wir bei Zeiten auch mal blockieren. Weil wenn wir jetzt ein einzelnes Schiff vorschicken... Aber ich hätte die Befürchtung, dass die britische Flotte sich den einfach mal eben krallt. So, ein Feind weniger. Den könnten wir mal verstärken. Den Panzer auch. Gut, ich meine, nach der Eroberung Maltas können wir einfach da hinfahren. Dann klappt das schon so. 300 Punkte. Wären die Spanier soweit alle kampffähig für eine Verlegung? Ja, ja, ja. War die Verlegung da? Ja, könnten natürlich sie alternativ aus Italien starten lassen, weil da ist die Eisenbahn schon direkt da. Oder wir verschieben es wirklich in die nächste Runde und machen erstmal noch andere Sachen mit unseren Punkten. Jetzt zum Beispiel die Türkei. Die wollte ich gerne haben.
Und mit den deutschen Forschern müssen wir wahrscheinlich viel zu viele Sachen. Aber mit, okay, beziehungsweise mit Anblick des Krieges, der da drüben beginnt, für den wir ja nicht ganz bereit sind, offen gesagt. Wäre es im Zweifel auch schön, hier Einheiten zu kaufen. Panzer haben wir schon alle. Ein Panzerzug wäre natürlich mal interessant. Aber der braucht so lange, 5 Runden, irgendwas, was schneller da ist. Zweifel. Zweifel 2 Kurs, die sind recht zeitnah da. Die Italiener haben noch ein paar mehr Punkte. Können wir vielleicht sogar forschen? Das Schiff im Hafen, das man reparieren wollte, haben die Alliierten ja jetzt doch versenkt. Könnten vielleicht den Seekrieg erforschen. So, ja, ansonsten mal schauen. Wir haben 2 Punkte mit den Deutschen. Das reicht für ziemlich genau nichts. Der Italiener kann mal wegen sparen. Der muss noch Einheiten verlegen. So, und ich würde sagen, wir sind bereit für die nächste Runde. Also nicht so direkt bereit, dass alles super laufen würde. Aber alle Einheiten sind fertig. Die UdSSR mobilisiert ihre Truppen für den großen Vaterländischen Krieg. Baltische Flotte der Sowjets formiert sich. Na, das kann ja lustig werden. Und wir kriegen das weiterentwickelte Flugzeug, Logistik. In den Ort rein. Hier ein britisches Schiff. Muss ich da wohl noch ein paar Zerstörer kommen lassen? Sind die uns irgendwie verfolgt? Wir versuchen sie natürlich, die Landungsboote zu versenken. Unser großes Problem ist natürlich, dass wir so gesehen an der Ostfront jetzt eine Runde zu langsam waren und die Sowjets deswegen ihre Einheiten jetzt alle schon platziert haben. Wir müssen sowieso sehen, wie wir mit der Masse fertig werden. Vielleicht brauchen wir die Spanier doch auch alle hier drüben und mit Mittelmeeroperationen wird das nichts. Das sind so Sachen, die wir ein bisschen schauen müssen und die britische Flotte kann sich anscheinend nicht zu sehr absetzen. Das heißt, solange das Wetter akzeptabel bleibt, hoffe ich, dass wir hier noch einen schweren Schlag setzen können. Und falls wir auch nicht alle Bomber auf Malta brauchen, können die ja auch gegen die Schiffe mithelfen. Diese Artillerie schießt unseren Panzer zusammen. Das kann nicht gesund sein auf Dauer. Jetzt greifen uns sogar an. Sichern sich irgendein Ölfeld. Und die Sowjets, ja, rufen Einheiten ohne Ende. Okay. Also, die fast einzig gute Nachricht für uns ist, es ist bald Winter.
Dann können auch die sowjetischen Truppen nicht ganz so viel machen. Aber die unschöne Nachricht ist, wir müssen echt sehen, wie wir die loswerden. Und wenigstens hier und da ein bisschen Geländegewinn erzielen. Und wir uns sogar vertraut wurde auf der italienischen Armee. Oh, feier. Ja. Okay. Die gute Nachricht, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach... warum könnt ihr nicht angreifen? Können Landungsboote jetzt etwa echt nur einmal angreifen? Jeremy, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Malta erobern, weil unsere Flotte auch nicht so viel mitschießen kann, weil die hier erstmal die feindlichen Schiffe vernichten müssen. Die Eroberung Maltas verschiebt sich also auf unbestimmte Zeit. Die werden hier noch ein bisschen weiter kämpfen. Hier werden wir noch ein bisschen die Front halten und, naja, das Beste hoffen. Naja gut, also das mit der Sowjetunion kann jetzt echt heiter und lustig werden. Ach. Naja, jedenfalls an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.